So, ich habe jetzt gedacht, ich mache die Videos getrennt, weil manche wollen ja bloß die Tasche sehen und mit dem Verschluss wollen sie gar nicht. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr die Tasche verschließen könnt mit diesen Snaps, mit diesen Plastikdruckknöpfen. Und zwar habe ich da dieses Set. Da ist so eine schöne Farbe, so ein Lachs. Ein dunkelblau, ein hellrosa, ein gelb, ein schwarz, ein richtig knalliges Pink, ein richtig schönes Türkis, weiß, grün und lila. Dann ist dazu noch verschiedenes Ersatzteile und falls man größere Snaps hat, dann ist dazu eine Lochnadel und ein Schraubenzieher und natürlich die Zange. Und ich möchte euch jetzt noch zeigen, wie man die Snaps anbringt, weil bei mir war auch leider keine Anleitung dazu. Und deswegen zeige ich euch das mal. Ich entscheide mich mal für die weißen. Genau, und dann braucht ihr bloß die Snaps, die Nadel und die Zange. Ihr müsst euch raussuchen. Ich zeige es gleich, Moment. Und zwar brauchen wir. Ich muss jetzt selbst erstmal gucken. Hier ist nämlich alles ein bisschen durcheinander. Ich brauche hier alles doppelt. So. Und so. Die anderen gleich wieder weg. Genau. Ihr braucht. Nee, braucht gar nicht vier, ihr braucht bloß zwei. Von diesen Plastikteilen braucht ihr zweimal diese, die flach sind, wo hinten diese Spitze dran ist. Dann benötigt ihr zwei solche mit der Erhöhung und zwei mit dieser Vertiefung. Also man sieht da schon den Unterschied, das ist so, das ist mit der Vertiefung und das ist mit der Erhöhung. Davon braucht ihr jeweils zweimal. Und wir gehen jetzt wie folgt vor. Wir nehmen hier die Vorstechnadel und stechen uns erstmal davor, wo der erste ran soll. So. Gucken wir mal. Gucke ich lieber mal so von innen. Da machen wir einen hier. Könnt ihr ruhig richtig gut durchstechen. Und dann machen wir einen ein bisschen hier drin. Hier. Ich habe jetzt hier oben zweimal vorgestochen. Und jetzt muss ich natürlich auch gucken. Unten muss ja dann das Gegenstück hin. Da muss ich auch vorstechen. Deswegen klappe ich das jetzt mal zu und steche mir ganz leicht bloß vor, weil das sonst ja hinten dann ein Loch hat. Deswegen nur ganz leicht. So, dass man das sieht. Genau. Ich habe jetzt hier oben einmal also zweimal vorgestochen und hier unten. Jetzt, hier ist die Tasche offen. Ich habe auch schon die Stäbchen drin. Wir drehen die Tasche um und fangen mit diesen flachen Dingen an. Mit diesen flachen Teilen. Stecken die von oben hier durch. So. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite. So sieht das jetzt aus. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt, ob ihr unten das, wo es reinklickt oder oben, das ist komplett egal. Ihr müsst halt bloß aufpassen, dass ihr es auf beiden Seiten dann gleich macht. Übrigens fällt mir gerade auf, ich brauche von den Teilen vier. Man braucht die auch unten. Ich war vorhin schon richtig, aber ja, also wie gesagt, von den flachen Teilen braucht ihr vier. Ist ja ganz klar. Das hält ja sonst nicht. So, oben tue ich jetzt mal die mit der Erhöhung. Kann man das jetzt so sehen? Das ist jetzt der mit der Erhöhung. Und den stecke ich schon mal hier drauf. So, und auf der anderen Seite natürlich auch. Jetzt nehmt ihr die Zange und hier in das Schwarze muss das Flache reingelegt werden. Kann man das jetzt sehen? Also hier liegt jetzt das Weiße drin, in dem Schwarzen hier.
und von oben drücken wir das jetzt zusammen. Ruhig mal richtig drücken und dann wird hier diese Spitze, die man hier noch sieht, die wird jetzt hier flach gedrückt und damit ist das zu. Ich mache das noch auf der anderen Seite. So. Und schon sind die oberen ja fest. Das gleiche machen wir jetzt von unten. Da kommen allerdings die weißen Plasteteile von innen jetzt rein. So, mein vorgestochenes Loch ist jetzt weg. Muss ich noch mal kurz schauen. Nicht, dass es hier so. Ja, dann also machen wir das hier. So, das Plasteteil kommt jetzt von innen. Genau, so war das. Wie gesagt, das Plasteteil ist jetzt hier innen. Und dann kommen die anderen Teile drauf. Das, was jetzt noch übrig ist. So. Ist eine ganz kleine bisschen Friemelarbeit, aber das klappt schon mit der Zeit. Ich habe die jetzt auch noch nicht so lang. Jetzt muss ich mal gucken. Mit dem Vorstechen, das hat nicht so gut geklappt. Aber wie gesagt, mit der Zeit klappt es. Na? Och Mensch. So. Auf die Seite kommt jetzt auch das Gegenstück. Und dann im Prinzip das gleiche wie oben. Das flache kommt in die schwarze Vorlage. Sind die Aussparungen und von oben drücken wir zu, aber dass die Spitze halt umgedrückt wird und dann sieht das Ganze so aus und dann kann man das einfach zumachen. Ist jetzt ein bisschen schief, finde ich aber nicht schlimm, ist trotzdem ganz süß und man hat halt seine eigene Tasche. Ja, man könnte jetzt hier noch einen in der Mitte machen. Mal gucken, ob ich das noch mache, dass es hier ein bisschen besser zu bleibt. Aber ansonsten, die gehen auch. Am Anfang geht es immer ein bisschen schwer, aber dann geht es auch immer ein bisschen leichter. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so die Anwendung für die Snaps. Und ich weiß es gar nicht, ob ich schon den Preis gesagt habe. Zurzeit ist da eine, ihr müsst da mal gucken. Ihr müsst da mal entweder Druckknöpfe oder Snaps eingeben. Und da gibt es halt dieses Set mit den ganzen Knöpfen für 13 Euro oder so. Und ich finde, das ist ganz, ganz gut. Und das ist wirklich eine riesige Menge. Das muss man erstmal verbrauchen. Und ja, für 13 Euro. Finde ich, kann man nichts falsch machen. Ist ja alles dazu. Und ich hoffe, ich konnte es euch gut erklären. Es ist halt ein bisschen alles so klein und ein bisschen schwierig zu zeigen. Und ja, wenn ihr trotzdem irgendwie Fragen habt, in die Kommentare. Und dann viel Spaß beim Basteln. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!